Willkommen bei AI-Tipps und Tricks. Ihr habt jede Menge Apps auf eurem Samsung Galaxy Tab A8 und irgendwann wird's unübersichtlich. Vielleicht solltet ihr einfach mal Ordner erstellen. Wie ihr Ordner erstellen könnt, das zeigen wir euch in diesem Video. Viel Spaß! So, dann schauen wir uns nochmal gemeinsam an, wie wir Ordner erstellen können auf dem Samsung Galaxy Tab A8. Gerade wenn ihr sehr, sehr viele Apps habt, dann wird das irgendwann hier richtig voll und ihr seht hier schon, hier gibt es schon einen Ordner. Der Ordner hat eben den großen Vorteil, dass er den Platz von einer ganzen App einnimmt und wir sehen das jetzt hier zum Beispiel auch bei Google und letztendlich zum Beispiel hier jede Menge Apps beherbergen kann. Also ich glaube, jetzt passen hier rund 20, 25 Apps rein und nehmen letztendlich nur einen Platz weg. Also ist das richtig cool. Doch wie erstellt man so einen Ordner? Einen Ordner erstellt man relativ einfach. Und zwar zieht man die App, die man irgendwie mit einem Ordner zusammenfassen will, einfach auf eine andere App und lässt dann los und dann weiß das System automatisch, ihr wollt einen Ordner erstellen. Ich kann jetzt dem Ordner auch einen Namen geben, zum Beispiel Test, sag einmal okay und schon habe ich hier den Ordner Test erstellt. Ich kann also jetzt hier ganz normal weitere Apps reinschieben, so wie ich das möchte. Wenn ich den Ordner jetzt auflösen möchte, dann ist das auch relativ einfach. Ich nehme jetzt einfach meine App und schiebe sie einmal nach oben und kann sie dann jetzt einfach hier hinlegen. Wenn eine App, die letzte App ist in einem Ordner, dann wird der Ordner automatisch aufgelöst und hier Samsung Notes ist wieder Samsung Notes, ist also nicht mehr im Ordner drin. So einfach ist das Erstellen von Ordnern auf eurem Samsung Galaxy Tab A8. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.